Was war schon immer das Verführerischste an Ihnen? An mir? Das müssen Sie die anderen fragen, nicht mich. Sie haben ja, Nein. Sie haben Selbstreflexion betrieben, 556 Seiten lang. Sie müssen Ja. ungefähr wissen, was. Denken Sie an die 30-jährige Frau aus Norddeutschland. Ist das die Werf, mit der Sie die Geschichten vorgetragen haben? Ist es der melancholische Blick? Da habe ich jetzt von Oswald Kolle gehört. Das sollte man als Mann machen. Ich weiß es, lieber das weiß ich. Sie wollen von mir wissen, womit ich diese Frau damals vor, ja, was denn, vor 70 Jahren fasziniert habe. Sie haben auch andere Frauen fasziniert. Ist ein bisschen lange Sie her. haben auch andere Frauen Ja, fasziniert, Herr aber ist ein Reichner. bisschen lange her. Mit welchem Titel, der Ihnen verliehen ist, können Sie besser leben? Der Dr. Mabuse der deutschen Literaturkritik, das war die Frankfurter Rundschau 1997, oder Geschäftsführer des literarischen Weltgeistes, Neue Züricher Zeitung 2000? Ach, weder noch. Beides ist schlecht. Nein, die gefallen mir nicht. Wie werden Sie Ihren 90. Geburtstag feiern, Herr Reich-Ranicki? Oh, den möchte ich erst mal erleben. Es ist noch lange bis dahin. Was machen Sie, wenn es doch einen Gott gibt? Oh, die Sorgen mache ich mir nicht. Es gibt keinen. Woher, dann sind Sie der Einzige, der es weiß. Ja. Okay, gut, dann nehmen wir es so hin. Andere wissen es auch, aber sie haben nicht den Mut, es zu sagen. Wer weiß es denn noch, außer Ihnen, dass es Ach, definitiv keinen gibt? sehr viele Leute. Martin Walser hat gesagt, der zählt, wenn man irgendwo Listen sieht, heißt es immer mindestens Gegner, wenn nicht gar Feind von Reich-Ranicki, weil Sie immer gesagt haben, das ist nicht wirklich gut, was er da tut. Martin Walser sagt, er liebt wohl die Literatur, aber sie liebt ihn nicht zurück, hat er über Sie gesagt. Ja. Woran spüren Sie, dass er im Irrtum ist, dass Sie doch zurückgeliebt werden? Ach, ich kann mich nicht beklagen. Die Literatur ist keine Person, sie kann mich nicht lieben. Ist auch kein Hund. Ein Hund kann mich lieben, aber nicht die Literatur. Aber mein Interesse ist sehr warm für die Literatur und sie bereitet mir keine so großen Schwierigkeiten, so kann man es sagen. Jetzt habe ich noch in Erinnerung, ich weiß nicht mehr, was war es von Hermann Hesse? Das Buch haben Sie im Abstand von 3 Jahrzehnten immer wieder mal Ja, das gelesen. war der Roman der Steppenwolf. Und zuerst fanden Sie es gar nicht so schlecht. Beim nächsten Ja. Mal, naja, da gefiel es Ihnen schon nicht mehr. Und beim dritten Mal waren Sie, glaube ich, richtig erschrocken. Ja. Ist es möglich, dass Ihnen das mit Martin Walser Werken andersrum geht? Dass Sie es lange Zeit nicht so gut fanden, dass Sie jetzt sagen, ach doch, jetzt hat er mir plötzlich doch was zu sagen. Weiß ich nicht, wenn ich wieder mal ein Buch von ihm lese, aber vorläufig ist das nicht geplant. Wie sehr grämen Sie sich darüber, dass Sie 1979 nach einer sehr, sehr temperamentvollen oder delikaten Begegnung in einer Fernsehtalkshow, dass Sie 1979 die Briefe von Lilli Palmer nicht beantwortet haben? Das ist schon fast frech, dass Sie in dem Buch schreiben, ich habe das nicht beantwortet aus Gründen, das würde jetzt hier zu weit führen. Schreiben Sie ins Buch rein. Ja. Warum? Naja, ich wollte mich da nicht in eine Liebesgeschichte einlassen. Aber es war nahe dran. Ja. Gut. Welches ist die schönste Schriftstellerin, die Ihnen jemals begegnet ist? Die schönste. Die schönste. Wir reden über die schönste. Wo Sie sagten, oh, wo eventuell Ihre Disziplin für einen kleinen Moment in Gefahr war, wo Sie sich dachten, jetzt für Kann dieses ich Ihnen schöne nicht Kind nennen. schreibe ich eine Weiß wunderschöne. ich nicht. Hätte Ihnen das jemals passieren können, dass Sie eine Rezension schreiben über eine besonders, also die Schriftstellerin ist traumschön, meinetwegen Lilli Palmer schön und naja, wollen wir nicht so schlecht über Sie schreiben, dass so ein Gedanke Sie Nein. befallen hätte? Ja, alles ist denkbar, aber mehr kann ich nicht sagen.